Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchala und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir von einem Rare aus Mechagon bekommen. Und zwar schimpft sich der Todessäge. Und dieser Rare ist in einem größeren Gebiet unterwegs, beziehungsweise kann da auch an mehreren Spawnpunkten spawnen. Und zwar geht das hier oben los und erstreckt sich quasi bis hier nach unten. Quasi hier in dem ganzen Gebiet kann er quasi spawnen und auch rumlaufen. Heißt, wenn ihr den campen wollt, gibt es hier in der Mitte einen Spot, wo ihr die meisten Punkte überblicken könnt, beziehungsweise ihm dann auf der Karte angezeigt bekommt. Wenn ihr euch fragt, was das hier für ein Addon ist, das schimpft sich Handy Notes, Mechagon, Tomcat Tours. Da seht ihr das, was die Rares droppen, beziehungsweise auch abgehakt, wenn ihr mit dem Twink den umgehauen habt. Den könnt ihr einmal täglich looten und dementsprechend auch mit mehreren Twinks farmen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe den jetzt 2 Wochen mit 10 Twinks gefarmt. Der droppt es relativ schlecht, zumindest hatte ich ein bisschen Pech. Und jetzt schlussendlich konnte ich hier einmal das Toy rausziehen. Und was macht das? Mechagonische Sägeblätter. Wenn wir das unserer Spitzküste hinzufügen, dann rüstet uns das mit mechagonischen Stahlsägeblätter aus. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Fliege ich mal da runter und schauen wir mal, was ich dann habe. Wahrscheinlich sieht das recht cool aus. Ich hoffe, dass es recht cool aussieht, wenn ich jetzt schon so lange dafür gefarmt habe. So. Dann, Mecha. Da haben wir sie. Mechagonische Stahlsägeblätter. Oh, nice, okay. Ich habe anstatt Waffen jetzt 2 Sägeblätter in der Hand. Das hat sich tatsächlich gelohnt. Hat eine Stunde Abklingzeit und hält 15 Minuten. Okay, das ist lustig. Das macht tatsächlich was her. Und die sprühen auch so ein bisschen Funken. Also das hat was, definitiv. Passt sogar jetzt hier zu dem Platten-Ding. Die gehen zwar in die Arme irgendwie rein, also grafiktechnisch ist es nicht ganz so sinnig, aber sieht von außen relativ cool aus, das Zeug. Hat was. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.